Schuldgenank. Am Ende 3:0. Die erste Halbzeit habt ihr es euch selbst schwierig gemacht. Ja, wir haben es versäumt, den Ball laufen zu lassen, haben dadurch die Gegner stark gemacht, haben sehr langsam gespielt, haben es nicht geschafft, die Räume zu nutzen und ja, deswegen mussten wir uns in der zweiten Halbzeit steigern, das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Den dritten Platz gibt's immer noch, ist immer noch im Bereich, nächste Woche gibt es ein Spezialderby, sicher für dich, bei Leverkusen. Der kann noch erreicht werden. Ja klar, wir wollen auf jeden Fall Dritter werden, das ist unser Ziel. Ja, wir müssen nächste Woche alles geben. Ist natürlich schade für mich als ehemalige Leverkusenerin, dass Leverkusen so weit unten steht und ja, eventuell mit dem Abstieg zu tun hat. Das wünsche ich denen natürlich eigentlich nicht, aber trotzdem werden wir natürlich alles geben nächste Woche. Diese Saison, du hast ganz wichtige Tore gemacht, auch bei der Nationalmannschaft. Bist du zufrieden auf deine Saison? Ja, insgesamt denke ich, dass es eine ganz gute Saison war. Natürlich wäre die Krönung nach der Nominierung zur Nationalmannschaft. Darauf warte ich natürlich noch, ob es klappt oder nicht. Das wird natürlich die Saison noch abrunden. Es wechseln bei den deutschen Mannschaften in die Bundesliga ganz viele Spielerinnen. Bei Essen sind es weniger. Das heißt, nächstes Jahr könnte das Jahr vom SBS Essen werden. Genau, wir verlieren natürlich einige wichtige Charaktere, gerade mit Isi Hochstein, Sarah Freud, Linda Dahlmann. Das tut uns natürlich schon weh. Aber ich denke, dass so der Kern der Mannschaft natürlich zusammenbleibt, was gut für uns ist, weil wir dann auch schon eingespielt in die nächste Saison gehen können. Das, denke ich, ist ein Vorteil, ja. Du hast mit Horst Rubesch trainiert bei der Nationalmannschaft. Du trainierst nur mit Martina Voss-Tecklenburg. Wie läuft das? Was bringen die bei? Ja, sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Ich glaube, Horst hat uns ja, in einer ganz schwierigen Phase geholfen, wieder in die Spur zu finden. Und das, was Horst eben angeschoben hat, das führt Martina weiter und gibt uns den Feinschliff, sag ich mal, damit wir ja auch hoffentlich bei der WM auch weit kommen und ein gutes Turnier spielen. Und dann gibt es noch das Vorbereitungsspiel gegen Chile. Und dann ist es hoffentlich für dir auf die Bekrönung von Saison, die WM in Frankreich. Ja, das wäre die Krönung, genau. Ja. Und macht das letzte Spiel da viel? Zählt das wichtig mit? Oder denkst du, Martina hat schon irgendwas im Kopf, was die will? Ja, natürlich hat sich über die Saison hinweg natürlich auch irgendwie ein Kader schon geformt. Jedes Spiel war wichtig, jedes Spiel ist wichtig. Und ich glaube, auch das letzte Spiel ist wichtig, wie jedes Rugby-Spiel auch. Ich hoffe in jedem Fall, dass du dabei bist. Ich wünsche dich toi, 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 und es wird klappen. Ja, danke schön. Danke.